Ja, wie die bezaubernde Genie. Da ist der Dennis ein Fuchs. Ha, Tobi wollte sich schon in die Platte reinstellen, auf der wir spielen. Ha! Ich stelle mich selbst auf. Ja, der halbe Mann, so in der Mitte, machen wir noch ein bisschen David Copperfield in der Mitte durchschneiden. So ein Quatsch. Wir wollten eigentlich eine lange und total wundervolle und lustige, ausgiebige Anmoderation machen. Allerdings, das werdet ihr wahrscheinlich irgendwo sehen, haben wir hinter den Kulissen was Nettes vorbereitet und das hat die nötige Zeit in Anspruch genommen. Darum jetzt kurz und schmerzlos. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Battle Report auf dem YouTube-Kanal der Spielebude. Wir freuen uns ganz, ganz besonders. Wir drehen mitten in der Nacht, mitten in der Woche. Unsere Urlaubszeit ist vorbei. Das freut jetzt nicht unbedingt ausschließlich, aber wir können endlich wieder spielen. Und wir drehen heute unseren allerersten Battle Report mit dem General's Handbook. 2017er Edition, das, ja. Wenn man es in der Hand hält, deutlich dicker geworden ist. Der Tobi möchte mir was sagen. Ja. Wir spielen heute Slaves to Darkness gegen Beastclaw Riders mit einer der ersten großen Änderungen. Wir werden nämlich die Verbündetenkontingente mit dazu nehmen. Das bedeutet, bei mir wird Epidemius mit dabei sein und trotzdem habe ich meine Allegrants. Auf jeden Fall meine Fähigkeiten Slaves to Darkness. Auch die sind neu. Jetzt kriege ich hier halt... Ja. Genau. Man, voll heiß drauf, denn ich habe den Dennis, der hat ja ne, Stormcast, Karad und Overdose, der hat ja die Karten immer gehabt, die Warscroll-Karten. Davon sind jetzt auch 4 Stück rausgekommen. Mhm. Beastcrawl Raiders, Iron Jaws, Bone Splitters und Sylvaneth. Mhm. Das sind diese Karten, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man mit dem Hin- und Hergeblättere und so. Und das hat sich jetzt quasi erledigt. Bei mir nicht. Das, ja, gut, bei jedem. Bei den Karadon Overlords hast du die Karten. Da hattest du die wesentlich vorne. Ja, abgesehen von einer, aber da sind wir schon beim Review, genau. Das ist schon beim Review. Genau. Auf jeden Fall, die Karten, das ist ein nettes Gimmick. Wie gesagt, ein Gimmick. Du überholst jetzt gerade das, was ich sagen wollte. Meinst du, wir haben eins nach dem anderen hier. Ja, aber genau. Deswegen, der Tobi hat nämlich 2 hochgehalten, weil auch der Tobi hat einen verbündeten Kontingent. Zu seinem Beastclaw Riders hat er noch ein paar Iron Jaws mitgebracht. Das ist von der Art und Weise vom Spielen her so bei 1000 Punkten. Dürfen wir 200 Punkte mitnehmen, bei 2400 und bei 2500 glatte 500 Punkte und sind trotzdem mit unseren Fähigkeiten noch mit dabei. 20%. 20%, genau. Dachte ich auch, bei 2500 Punkten sind es auch 20%. Ja, es sind 20%, die darf man immer mitnehmen, genau. Und das haben wir heute auch gemacht. Ich werde meine Slaves to Darkness mal gucken, wie die mit ihren neuen Abilities sind. Was ebenfalls so ist, wenn jetzt irgendjemand gleich vor dem Review gucken mit dem Taschenrechner dran sitzen sollte und sich fragt, was stellen die denn da für Modelle hin bei 1000 Punkten? Die Punktekosten haben sich nicht wenig, sondern relativ massiv verändert. Auch bei all den Battletoons, die schon die großen sind, sprich die schon die Abilities drin haben, etc. Seraphon, Silverne. Ja, wobei die noch. Seraphon hatten ja noch keine Abilities drin, aber. Ja, alle anderen, die auch die Punkte schon hinten drin hatten, bekommen einen Punkt. Aber das ist wieder Review. Review. Wichtig wäre mir jetzt an der Stelle, wenn ihr das Review nicht sehen wollt, noch nicht gesehen haben. Massiv heißt in der Menge. Mhm. Pro Einheit haben sich ja hier mal 40 Punkte weniger, da mal 20 Punkte mehr und so. Also ist jetzt nicht total krass. Aber es passt besser mit den Punkten, habe ich festgestellt. So schaut's aus. Wobei ich mir schon vorstellen kann, dass der ein oder andere sich fragen wird, warum meine Alariel nochmal 20 Punkte weniger kostet. Ja, weil die schnell stirbt. So, der Tobi hat da eine weitere Neuheit, die ihr jetzt in dem Video sehen könnt, schon in der Hand. Und zwar werden wir keine Mission spielen, auch wenn da viele neue Missionen drin sind. Und ich mich auch über die neuen Missionen freue, weil die etwas offener sind. Aber wir wollen gerne euch zeigen, was die offener Kriegkarten sind. Mit denen würfelt man sich nämlich jedes Mal, oder zieht, es sind Karten, sich jedes Mal neu die Mission total randomized ich sag mal, zusammen, so ähnlich wie man das auch schon bei der neuen 40k-Edition macht. Bei 40k hat uns das Ding echt mega gut gefallen und das wird hier vor allem hier in der lokal schon ziemlich viel gespielt. Dementsprechend wollen wir ganz, ganz dringend die offener Kriegkarten auch jetzt bei Age of Sigmar ausprobieren. Genau. Das wir haben noch nichts gezogen, ja? Nee, noch nichts gezogen, das machen wir gleich. Weil quasi, wir haben ja vorhin auf das Video verwiesen mit dem Review und das hier ist quasi ein Battle Report mit einem kleinen Review von den offenen Kriegkarten. Sozusagen, ja. Weil wir dann mal live, damit ihr mal sehen können, was passiert da, wie sieht es aus und wie wirkt sich das aufs Spiel aus. Genau. Weil die neuen Missionen, die drin sind, hier die gerade die erzählerischen und so, da habe ich auch tierisch Bock drauf. Genau. Die werden noch kommen. Aber dazu mehr im Review. Ich würde sagen, wir pflücken jetzt die Kamera von da vorne weg und zeigen euch einmal die Armeen, mit denen wir spielen und ziehen danach die Karten und zeigen euch das Board. Ja,
An dieser Stelle, bevor wir das tun, grüßen wir einmal unseren unseren Schneidejockey, unseren Jockey an der Videomaschine, Sven. Hallo Sven. Hallo Sven. Nach Kaiserslautern grüßen wir auch. Bitte hier nach MLM. Wir grüßen auch nach Kaiserslautern. Wir grüßen fernerhin ins schöne Österreich. Dort schauen uns hin und wieder regelmäßig auch Menschen zu. Nicht nur nach... Das mich aus Konzert gehört. Nicht nur nach Kaiserslautern, nicht nur nach Österreich, sondern auch zum Beispiel nach Kiel, Berlin, Hannover, Celle, Leipzig, Sachsen, wo auch immer ihr euch gerade aufhaltet. Und wir grüßen den Olaf. Mhm. Mit dem haben wir nämlich gerade noch geschnackt. Hi Olaf. Hallo. Genau. Und dieser Battery Pod wird unter anderem unterstützt von unseren großartigen Patreons. Und dieser Battery Pod, Jessica, dieser Battery Pod gehört dir. Entschuldigung, also das ist ein paar. Darf ich nicht machen, weil nee, sonst habe ich aufs Mikro, ne? Aber du kennst es doch von Obama, oder? Ja. Oder das mit dem ja. Mic Drop. Was ich einfach total krass finde, ist der Bass, der alleine rauskommt, wenn du auf deine Brust haust. Das ist jedes Mal so bum, bum, bum. Also wenn man Schlagzeug gespielt hat, ist so ein bisschen wie der Soundcheck bei einer Bassdrum. Ja. Ist cool, ja. Auf jeden Fall, Jessica, das soll das nicht mehr landen. Nein, ja. Überhaupt kein bisschen. Überhaupt kein bisschen. Mehr Bass für euch. Boah, ja, mach unser Ding hier, das artet aus. Das sind einmal 1000 Punkte, Alliance Beastcrow Raiders mit dem verbündeten Kontingent Iron Jaws. Insgesamt habe ich 960 Punkte nach General's Handbook 2017. Und zwar, hier vorne seht ihr zwei Mornfang Packs zu je zwei. Und die sind alle ausgestattet mit einem Gargant Hacker. Das sind die großen. Und da ist ein Einheiten-Champion mit drin, der hat eine Ironlock, ein Skulk, der hat eine Ironlock-Pistole. Und zwar auch nur einer. Ich könnte einen pro Einheit haben, aber da das ein so ein Vierer-Trupp aus der Start Collecting war, spiele ich das WYSIWYG, so wie es ist. Dann angeführt werden die Beastcrow Raiders von einem Frostlord auf Stonehorn. Der hat ganz normal seine Ausrüstung mit dem Frostspear und auf dem Stonehorn. Der hat seine Befehlsfähigkeit donnernder Stimme. Zusätzlich trägt er noch Shangars Pelz. Shangars Pelz heißt, ich kann Wunden heilen, jeder meine Hero Face. Und er hat noch als besondere Ability, er ist Everwinter's Master, ich glaube auf Deutsch Kraft des Winters. Ich kann die Fähigkeit oder die Effekte des Everwinters nochmal neu würfeln. Dann habe ich hier noch als verbündeten Kontingent 5 Ogrebroods. Das sind 180 Punkte, das passt also ganz schneidig da mit rein. Und zwar habe ich 3 Orogs, das sind die hier, 3 Ogrebroods mit 2 Brute Choppers. Dann habe ich einen God Chopper da drin. Das ist hier, ne? Der große Nein, der zweite, Quatsch, das ist ein Jacked Gore Hacker. So, da ist er. Und da hinten haben wir noch den Boss. Der Boss trägt einen Boss-Chopper und eine Boss-Claw. Das ist er hier, sinnvollerweise. Das sind 960 Punkte und für offener Krieg nicht ganz unwichtig, 52 Wounds. 1000 Punkte, Slaves to Darkness. Ne, Slaves of Darkness. Slaves? Chaos-Krieger. 10 Chaos Warrior, die haben alle nicht ein Schild dabei, sondern die haben alle zwei Chaos Blades hier. Dann zweite Line Infantry sind die Chaos Knights. Die haben alle ihre Glaive am Start, alle halt auch mit Homeblower etc. Der hier vorne, der trägt nur deswegen eine andere Waffe, damit ich den unterscheiden kann. Dann geht's weiter. Das ist der Champion, ja. genau. Hier, Marauder Champions, Marauder Horseman, so, genau. Ist die, sag schon hier, die Sin City Armee, deswegen alle in schwarz, rot und ein ganz klein bisschen gelb jeweils auf den Champions drauf. Tobi, das bin ich. Ich erkläre doch gerade die Armee. Da, zack, ne? Champion. Ja, das sollte meine Skepsis ausdrücken. Ach so, ja. Champion mit gelber Waffe. Die haben alle ihre Äxte und ihre Schilde. Dann einmal die Gorb Beast Carriot. Der hier hat auch die dicke, wie heißt das Ding denn jetzt? Das Ding heißt Chaos Great Blade, was der in der Hand hält. Und ein Chaos Lord on Manticore. Der ist jetzt auch mein Chef. Dann als Verbündete dabei ist Epidemius. Und der bekam halt alles Mögliche an extra Schnickschnack. Das heißt, 5er Safe bei Mortal Wounds und was waren das noch? Genau,
im Umkreis von 6 Zoll um ihn drumherum dürfen alle was Schönes machen. Jetzt habe ich meine Liste da vorne liegen. Eine Sekunde. Das ist nämlich das Neue. Und zwar, die haben alle Markov Nörgel. Deswegen dürfen die alle Wiederholungswürfe von 1 innerhalb von 6 Zoll um den Hero wiederholen. Der Hero selber hat Flammen. Also Safe-Würfe. Wiederholen, alle Verwundungswürfe, wenn ich dich verwunden möchte, genau, ja, weil die halt quasi alle ihre Plague-Waffen haben. Okay. Artefakt, genau, hat er die Götzenplatte 5er Safe bei tödlichen Wunden und Flammen der Boshaftigkeit als Trait, das ist auch neu. Verwundung von 6 plus bei ihm sorgen für eine Additional Mortal Wound. Sehr nice. Das sind meine 1000 Punkte auf den Kopf. Tobi hat gerade schon die Wunden, die wir gezählt haben, kurz erwähnt. Ich habe 62 Wunden und das ist relevant für das, was wir jetzt machen, nämlich die Mission da vorne mal ausgucken. Offener Krieg, wie funktioniert's? Man hat 5 unterschiedliche Karten dabei. Einmal ein Kartenstapel für die Aufstellung, einmal fürs Ziel, das ist quasi das, was man in der Mission machen muss. Besondere Umstände, sehr cool, weil die nochmal einen Twist ins ganze Spiel reinbringt. Das seht ihr gleich wahrscheinlich eher, wenn man das zieht. Und diese beiden Karten, und zwar haben die... beziehen die sich auf den Wounds-Wert. Wenn eine Einheit mehr Wunden hat als die anderen, dann darf der mit den weniger Wunden eine Kriegslist ziehen. Das ist so ein kleiner Shenanigan, den er bekommt. Sollte er allerdings die Hälfte oder weniger haben, dann dürfte er sogar alternativ den sofortigen Sieg nutzen. Dementsprechend bekommt gleich Tobi im Geheimen noch eine Kriegslist. Jetzt aber erstmal zur Aufstellung. Wir haben die Karten mal gemischt und ich ziehe die Aufstellung, die wir haben. So, zip. Okay. Das ist schon mal ein interessantes Ding. Bevor wir jetzt fortfahren mit den beiden anderen Sachen, die es gibt, wird jetzt ausgewürfelt und der mit dem höheren Wurf darf sich eine dieser Seiten aussuchen und gleich auch die erste Einheit hinstellen. Na, mal kicken hier. Zip. Ja, super. Eine 1. Und eine 9. Und du hast eine 9. Ja. Das heißt, du darfst die eine der beiden Seiten aussuchen. Das ist eigentlich Mist, weil ich hatte gehofft, dass, weil ich bin jetzt gerade... ich nehme diese Aufstellung, also die Seite. Genau. Wir müssen jetzt halt ein bisschen einstutzen, weil das für ein großes, genau, 6x4 Feld ist. Wir haben 4x4, dementsprechend würde das hier sich dann wahrscheinlich auf 12 Zoll. Da können wir auf 18 Zoll lassen und dann wird halt hinten ein bisschen abgeschnitten und hier ein bisschen, weil wir haben ja nicht so viele Einheiten. Genau, das funktioniert. Schneiden wir alles ab. Wer sich allerdings auch fragt, ne, so, wie lange soll das Ganze hier sein, man sieht es jetzt auf der Kamera nicht so gut, aber im Hintergrund hier bei den Platten, ich weiß gar nicht, ob man es irgendwie drauf bekommt, sind quasi so kleine Mini-Fältchen wie in Matheheften und da kann man das super entspannt abzählen. Ja, ist quasi, warte, ja, dieses, du meinst die 6 Felder. Genau. Nee, hier im Hintergrund, da siehst du es teilweise. Da muss man eigentlich ganz genau hinschauen. Nee, das siehst du auf Kamera. Das sieht man auf der Kamera. Gut, unsere Aufstellung. Du nimmst diese hier ja. Und dann musst du auf unserem Board noch kurz sagen, welche der vier Kanten das ist. Ach so, ach Gott, oder nein. Ja, sicher. Ja, ich gehe mal eben zurück zum Board, damit ihr das Board nochmal seht. Genau, wir spielen auch 4x4, weil wir 1000 Punkte spielen. Das ist diese Kante. Diese Kante, okay, dann würde das so stehen. Ja. Dann gucken wir uns einmal an, was ist denn unser Ziel in dieser Mission? Töte den Boten. Zu Beginn der ersten Schlachtrunde, bevor ermittelt wird, wer den ersten Zug hat, lässt jeder Spieler seinen Gegner wissen, welches Modell in seiner Armee der Bote ist. Das Modell darf nicht der General der Armee sein und muss bereits auf dem Schlachtfeld aufgestellt sein. Das gewinnt der Spieler die Schlacht, der als erstes den Boten des Gegners tötet. Ja, jetzt wünschte ich, mein Stone Lord wäre nicht mein General. Ich bin auch mal gespannt. Okay. Dann, das sind jetzt die besonderen Umstände. Sturm der Magie. Addiere 1 zu 1 Zauber- und Bannwürfen. Wenn beim Zauberer oder Bannwurf ein Pasch gewürfelt wird, erleidet der Zauberne eine tödliche Verwundung, nachdem der Zauber verursacht und sein Effekt, wenn es welche gibt, abgehandelt wird. Du hast einen Magier, ne? Ich habe einen Magier. Ich nicht. Wenn das Ergebnis eine Doppel-1 war, erleidet der Zauberne stattdessen D3 tödliche Wunden. Ja gut, dann. Oh. Ist für dich eher interessant als für mich. Das ist für mich eher interessant, genau. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Das ist so ein bisschen wie Gefahren des Warp bei 40k. Die gibt es bei Age of Sigmar noch nicht. So, jetzt darf ich geheim, also sofortiger Sieg wäre jetzt, genau. Wir decken es mal auf, wäre entscheidender Ort. Karte wird vor der ersten Schlachtung gespielt, nachdem beide Armeen aufgestellt sind. Und ich wähle ein Geländestück in Dennis' Territorium.
Und wenn ich am Ende der vierten Schlachtrunde mindestens ein befreundetes Modell innerhalb um 3 Zoll habe, gewinnst du sofort die Schlacht. Ja. Wenn ich jetzt halb so viele Wounds hätte. Also, ne, das wäre ja auch nicht schlecht, wenn man mal ein bisschen was Erzählerisches spielen will. Aber ich darf jetzt im Geheimen... Genau, ich drehe mal das Mikrofon zu Tobi und drehe mich derweil weg. Ja, das ist... Ich Schön, dass du mich dabei filmst. Sieht doch doof aus. Ey. Ja, ich lese es nicht vor, aber ihr könnt es so hoffentlich lesen. Okay. Lies ruhig vor. Ich höre weg. Ja. Ganz aktiv. Ding, 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 ding. Brauchst du jetzt selber so lange, um das zu verstehen, oder was? Ja. Soll ich dir eben vorlesen? Warte mal, sei mal ruhig. Nein, lieber nicht. Na toll. Oh, schiere Begeisterung. Ja, das wird schwer, das... Okay, ja. Okay, ja, gut. Ja. Wir haben es. Gut, so. Wir messen jetzt gleich die Territorien ab, weil ich muss das erste Modell aufstellen. Mhm. Und dann kommen wir gleich zu euch zurück. Wir haben aufgestellt. Ich fange einfach mal auf der Seite an. Hier ist Epidemios, der ist auch gleichzeitig mein Bote. Dann sind da die Marauder Horsemen, Sorcerer Lord on Manticore, meine Warrior, meine Knights und meine Gore Beast Carriot ist ebenfalls hier mit dabei. Genau. Auf deiner Seite, da ich mir den Namen super merken kann. Ich habe hier ein Mournfang Rider Pack mit Gargant Hackers, mhm. Dann mein Frostlord of Stonehorn, die 5 Brutes und nochmal Mournfang. Mhm. Der Skulk auf dem, also dieses, mhm. dieser Mournfang Rider, das ist mein Bote. Die Boten haben wir immer markiert. Die tragen nämlich den Schädel. Genau. Ja, dieses Missionsziel trifft mich eher hart. Ja. Aber das macht nichts. Ich habe ja nur insgesamt 4 Einheiten. Deswegen mhm. war ich auch zuerst mit Aufstellen fertig. Jupp. Und ich nehme auch die erste Runde. Dann kommen wir zu deiner. Du singst aber so schön, mach es. Hero Face! Genau. Genau. In der Hero Face würfe. Also er benutzt die Fähigkeit donnernde Stimme. Mhm. Und wenn er das macht, dann darf ich bis zu meiner nächsten Hero Phase mhm. für befreundete Einheiten der Beast Crawl Raiders innerhalb von 14 Zoll Charge-Würfe wiederholen. Okay. Zack, dann nimmst du direkt deinen Marker dabei. Was machen die beiden Dinger denn hier? Die sind immer da, oder was? Nee, habe ich gerade schon gesagt. So. Das ist sein Artefakt. Okay. Chang'ras Pelz. Okay. Und das ist sein, seine Fähigkeit. Okay. Ja. Dann würfel ich nämlich jetzt für den Everwinter. Mhm. Eine 5. Das ist gut. Das wären D3 tödliche Wunden für alle Modelle, die sich innerhalb von 3 Zoll befinden. Mm. Ich nutze aber die Kraft des Winters und wiederhole den Wurf. Okay. Weil ist ja nützt, bringt mir jetzt gerade ja. nichts. Nochmal eine 5. Okay. Gut. Also Kraft des Winters darf man mit Kraft des Winters wiederholen. Darfst du den Wurf auf der Everwinter Blessing wiederholen. Ach so, Everwinter Blessing hat er immer und Kraft des Dings genau. macht das ist Wiederholung. Ah, okay. Nee, Everwinter Blessing hat die ganze Armee. Okay. Das ist deren Special Ability. Ja. Weil ich hätte auch sowas Schönes kriegen können wie wiederhole alle Safe Rolls von 1. Okay. Oder zum Beispiel alle Beast Crow Raider Modelle dürfen sich jetzt 3 Zoll bewegen. Nice. Ja. Das okay, das heißt, die D3 Tödlichen wären nicht nur um ihn, sondern um alle. Beast Crow Raiders Modelle. Alter Schwede, okay. Wenn du innerhalb von 3 Zoll ja. um ein Beast Crow Raider Modell bist. Was ja bei Nahkampf-Nasen durchaus mal passieren kann. Ja, und wenn du eine 6 würfelst, dann gibt es D6. Oh. Und zwar pro. Also für jede Einheit, die sich ja. innerhalb befindet. Also das ist also nicht pro Beast Crawl Raiders Modell, aber das kann potenziell tot machen. Ja. ja okay. Dann sind wir in der Hero Phase auch schon durch. Mhm. Das heißt, das ist quasi seine Generalsdings gerade gewesen. Der darf jetzt nicht mehr jemandem... Donnernde Stimme ist seine Command-Eigenschaft. Ah, okay. Seine Command-Ability. Ja. Und das hier ist seine die Fähigkeit, die er hat. Okay, ja. Ja. In der Bewegungsphase möchte Stonehorn rennen. Mhm. 3 plus den Move von 12 sind also 15. Jo, ich glaube, der will klatschen kommen, wa? Ja, der will klatschen kommen. Der will klatschen kommen. Da sind 18 Zoll sind dann ja durchaus schon mal. Ja, genau. Dann haben wir nämlich noch 3 Zoll. Mhm. Das ergibt Sinn. Mhm. Das Schöne ist nämlich, Stonehorn müssen chargen, wenn sie können. Auch wenn sie schon gerannt sind. Okay. Ja. Ja. Das ist, oh, da sind ein bisschen wahrscheinlich total traurig drum, dass er das muss. Da bin ich total traurig drum. Die Mournfangs bewegen sich ihre 9 Zoll. Die möchten mhm. nicht rennen. Mhm. Dürfen die das dann sonst auch? Rennen und chargen? Nur wenn du eine Warscroll-Battalion mhm. hast, dann okay. dürfen sie es auch. Okay, okay. Aber ich habe jetzt noch einen 8 Zoll Charge. Ja. Ja, das ist machbar. Das ist machbar. Die Uruks möchten rennen.
Mhm. Weil die haben so einen Move von 4. Mhm. Hast du? Ja. Guck. Alter Schwede. Sehen, die wollen mäuschen. Jo. Weil die bauen hier mal so eine Art Mietschild auf. Mhm. Mein Bote ist hier. Ich muss mal kurz gucken. Was machen die denn? Die Iron Lock Pistol hat 12 Zoll Reichweite. Da komme ich nicht mehr irgendwo dran. Wie viel Bewegung hat er? Ich würde rankommen mit Bewegung 9. Aber dann wäre ich zu nah dran für einen Charge. Das könnte dann passieren, ja, das ist richtig. Ja. Deswegen für Beast Crow wäre das total untypisch. Ne? Okay, ja. Ich den so rüber. Genau. Ich habe aktuell nicht eine einzige Missile-Waffe in Reichweite. Jo. Kein Thunder-Task. Deswegen kommen wir direkt zur Angriffsunterphase. Jo, jo. Und das Stonehorn möchte chargen. Mhm. Also aus den Snakers. Aber ich darf doch wiederholen, mit donnernde Stimme. Ja? Ja, alle Beast Crow Raiders, die sich innerhalb von unserer 14 Zoll Balle. Ich muss hier ganz ehrlich gestehen, ich habe dir zugehört und dann habe ich es wieder fast vergessen. Alle innerhalb von 14 Zoll Balle dürfen das wiederholen. Okay, das ist gut. Und das da ist auf jeden Fall kein Snake Eyes da vorne, ja. Genau, das ist der Successful Charge. Mhm. Das heißt, auf einer 2 Plus gibt es jetzt die 6 übliche. Ja. Jo. Das hätte ich jetzt gerne als Ergebnis gehabt. 3 tödliche. Ja. Dann ist hier einer dood. Und einer hat eine Wunde. Dann nehmen wir den hier vorne. Okay. Simp. Dann möchten die Mornfangs chargen. Mhm. Die haben einen 8 Zoll Charge. 7,5, aber. Jo. Das sind 5. Aber ich die donnern auch in der Gegend. Ja, drin. Genau. 6. Das reicht nicht. Oh. Schade. Schade, Schokolade. Ja, da wollte ich gerne mal reinklotschen. Genau. Gut, das macht es mir aber einfacher, wenn ich aktiviere. Genau. Ja. Ich aktiviere den Surprise. Mhm. Genau, Surprise, Surprise. Magst du eben einmal rumkommen, damit ich... Kommen ja so viele Würfel um die Ecke. Ja, ich schmeiß jetzt ein paar. Okay. Zuerst die Attacken mit dem Frost Spear. Mhm. Auf die 3, auf die 3. Mäh. Mäh. Lobby. Da war Was machst du da mit deinen 6er Würfeln? Achso, stopp. Ich darf 2 Hits von 1 wiederholen, wenn ich Angriff mache. Oh, das waren 2. Auf jeden Fall. Jo, noch einer. Ja. Das ist mit einem Ren von minus 1. Minus 1. Dann müssten die eigentlich jetzt ein 4er-Höschen haben. Auf jeden Fall ist es 6 safe. Okay. Dann habe ich noch die Punches und Kicks. Mhm. Auf die 3, auf die 3. Ja, die 3. Das ist einer. Ohne Rent. Jo. Und die Stonehorns Horns. Das sind nochmal 6 Attacken jetzt gerade aktuell. Mhm. 4. 6. Auf die 4. Wahnsinn, Neuschmachen. Jo. Nice. Und auf die 3. Oh, jetzt sind viele einsamer. Es sind 3 Stück mit einem Rent von minus 2. Ich muss mal gucken. Also wenn er jetzt eine 5 liegt, dann muss ich mal gucken, ob die basismäßig überhaupt 3 haben. Oder. Okay. Minus 2, dann sind die alle durch hier. Da ist nichts zu machen. Das sind jeweils 3 Damage. Jeweils 3? Ja, das sind dann also 9 Damage insgesamt. 9 Damage. Okay, warte, dann räume ich schon mal ab hier. 1, 2, 3. Und dann sind noch 6 Damage über. Das heißt, sind... Sterben nochmal 3 Stück. Das sind diese hier. Na, viel Spaß beim Bravery Shock gleich, Jungs. Eieiei. Dann kommen noch die Crushing Hooves. Achso, die kommen auch noch hinterher. Ja. Ist ja ein Träumchen. Auf einer D6. Ja. Also D6 Attacken. Einer. Auf die 3. Ja. Auf die 2. Damage minus 1. Rent minus 1. Ja. Logischerweise. Nee. Damage D3. Mhm. 2. Also. 2 Damage, dann ist noch einer tot. Jo. Thump. Ja, dann aktiviere ich die hier wohl, nicht? Ja, die dürften auch alle drin sein. Die sind alle drin und ich brauche mal eben meinen Überblick. Genau. Oh, dann zuerst hier die 4. Nein, die 2 Dackel mit ihren 4 normalen. Mit ihren Chaos Hand Weapons. Einsen beim Treffen darf ich neu schmeißen und brauche jetzt eine 3 Plus. Jo, 1 darf ich neu schmeißen. Sind 3. Und jetzt auf einer 4 Plus. Und da darf ich dank Nörgel einen neu schmeißen.
Ups, dann bleibt hier eine 1, dann sind da 2 Treffer. Mhm. Kein Rand, ein Damage. 4er Safe. Mhm. Eine Wunde. Der ist der Nasenbär, der halbiert, wa? Ja, das ist der Nasenbär, der. Okay. Dann der Chef mit seinem Chaos Greatblade auf die 3 Plus, weil er der Chef ist. Sind 2 und auf die 3 Plus zum Verwunden. Ja. 2 Stück Rand minus 1. Dann habe ich noch 5er Safe. Mhm. Einen gesaved. Ja, ein Damage. Ein Damage. Dann kriege ich noch ein Damage, genau. Genau. Jo, dann ist das Ding schon durch. Die haben Bravery von 6 dank Standard und Bravery von 7. Ich glaube, mein Chef, der sorgt nicht dafür, dass die besser drauf sind gerade. Der steht hier dahinter und sagt, ihr Graupen. In der Hero Phase. Nee, hat er nicht. Gut, dann haben die Moralwert von 7 und haben 7 Nasen verloren. Dann erwürfen wir mal, wie viele von denen weggehen. Einer nur. Ist okay. Das ist okay. Hier. Normaler Nasenbär? Na, der hier. Ah, nee, da. Der da. Der Nasenbär. Genau, das ist hier der Hornbläser, aber ich glaube, die Entfernung, die brauche ich jetzt aktuell nicht mehr. ja, dann ist die Runde rum und dann kommt jetzt Slave's Darkness. Zug 1. Richtig, 1. Die haben einmal abgeräumt. Hümse Bümse macht. Die müssen keinen Battleshock-Test ablegen. Die, richtig. Die Chaos Knights. Okay. Obwohl, nee, die hier, die werden viel eher gleich dazu gezwungen sein. Dann möchte er gerne noch zaubern. Und zwar möchte er gerne den Wind of Chaos auf ihn hier vorne drauf pappen. Mhm. Hat einen Zauberwert von 7. Dank des Sturms der Magie bräuchte ich jetzt eine 6. Und bei Paschen gibt es in die Fresse rein. Nope. Geht durch? Geht durch, quasi mit einer 8. Jetzt nehme ich 8 Würfel und jede 5 plus gibt eine tödliche Wunde und jede 6 plus gibt D3 tödliche Wunden. So, 8. Die allerdings das Ding jetzt gleich mal ganz hart wieder halbieren wird. Ja, zimp. 2 6 und eine 5. Genau, dann eine tödliche. Mhm. Das hier sind 4 tödliche insgesamt. 5, 6, dementsprechend bekommt er 3 Wunden ab. Also ist er bei 5. So schaut's aus. Dann kommt die Bewegung. Er flattert so ein bisschen hier vorne rüber. Auf 3-2 muss er dran sein. Ja, richtig, ja. Wir sind bei Age of Sigmar, nicht bei 40k. Snake Eyes machen Fail, genau. Und die dürfen bis zu 10 Zoll und werden einfach hier alle mal ins Häuschen sich hineinbegeben, um jetzt gleich durchs Häuschen da durchzuchargen. Da passen die nicht durch. Das, genau, siehst du? Das ist tot, nach deinen eigenen Hausregeln. Nee, pass auf, meine Hausregeln sind ja. Alle anderen, außer meine. Nee. Kindergarten wollte auch keiner mit dir spielen, ne? Doch. Nein. Nach meinen Regeln. Ja, genau. So. Er hier, aber geht nur bis hier vorne so rüber. Reserve sozusagen. Ja, sozusagen, genau. Da ist das jetzt ein bisschen, ja doch. Hier vorne kommen die dran vorbei, bis auf 3 Zoll ran. So. So. Und die hier. Ja, huschen halt besser hier oben hoch. Mein Gott, Modellchen. Warum machen die da so Rutschi? Ja, weil du da Reiter versuchst in Ruinen zu platzieren. Reiter und Ruinen sind keine gute Mischung. Nein. Das mag wohl sein, aber... Das ist ja auch der Grund, warum die Rohan bei Herr der Ringe die Orks vor der Stadt angegriffen haben und nicht die Orks in der Stadt. Ja, hallo. Cast Marauder, die sehen nur rot, die denken nicht so weit, weißt du? Ja. Nee, die sehen überhaupt nicht rot, das sind hier Nörgel. Ja, gut. Ja, das auch noch. Ne? Hast du Missile Weapons? Ich habe keinerlei Missile Weapons. Nein. Ja, dann wird gecharged. Er hier möchte da rein und darf keine Snake Eyes machen. Und ist drin. Ja. Meine Warrior wollen ebenfalls chargen. Knights meinte ich, genau. Und sind mit 9 Zoll dann alle quasi. Dann haben sie es hinter sich hier, das Häuschen da. Hups. Rumpti-bumpti-bum. Kommen da durch die Fenster gezogen. Der. Ja. Der hier kommt noch da ran. Und der hier kommt auch noch so. Zip. Dann wollen die noch rein. Ja. Und nein, ich habe keine Angst vor diesem Modell. So, 5 Zoll. Dann kommt vielleicht der noch runter. Und der kommt auch rum. So, und der Rest, der kann gerade mal so ein bisschen nachpeilen.
So, ups, ups. Da muss ich 3 Zoll, allerdings möchte ich da zumindest Abstand halten. Die sollen ja diese Runde noch nicht mitmischen. Da habe ich Angst. Auch da habe ich Angst. Ich habe auch Nahkampf, aber die sind halt so zerbrechlich. Ja. Aha. Dann sind wir auch schon bei der Angriffsphase. Jetzt, du darfst zuerst aktivieren. Genau, genau. Jo. Dann fangen wir mal mit meinem Chef an. Ja. Der hat selber mal so irgendwie gar nichts an Waffen, wenn ich das so richtig sehe. Er ist ein Sorcerer. Ja gut, aber der hat doch hier zumindest da so eine Sense. Ja, aber wenn nichts im Profil steht, dann hat er nichts. Ach, da ist es. So, also. Ah, das andere Mal. Genau, dann kommt er zuerst mit seinem Ripping Staff um die Ecke. Ja. Auf die 4 Plus. Mhm. Mhm. Und auf die 3 Plus. Das sind 2 Stück. Kein Rent. Safe. Okay, dann der Manticore auf die 4. Irgendwas war. Ja. Jetzt sucht der Dennis wieder nach Rerolls. Ja. Dennis, das macht unsere Battle Reports immer so lang. Ich darf aber nur Einsen neu schmeißen. Siehst du. Das ist nicht gut. Ja, weiter. Ja. Und auf die 2 Plus und Einsen darf ich dann Nörgel wiederholen. Sind 2 Treffer mit Rent minus 1, 1 Damage. 5er safe, einer gesaved, 1 Damage. Okay. Ein halber wird aber leider aufgerundet. Mhm. Wie eine Frechheit. Dann haut er mit seinem mächtigen, prächtigen Schwanz in der Gegend rum. D6 Attacken sind glorreiche 2. Auf die 4. Eine. Mhm. Und auf die 4. Jupp. Kein Rant, ein Damage. Hm. Hättest du die beiden mal zusammengebracht? Darf ich nicht das Gesamtergebnis halbieren? Alle Wunden, die ich erlitten habe, oder? Ich überlege gerade. Normalerweise wären gleich. Ja. Halbiere jeglichen Schaden. Hm. Okay. Ah, nee, dann. Ja. Ja, weil jetzt habe ich zweimal eine. Ja. Und sind zweimal eine, also zweimal 0,5 sind jeweils 1. Ansonsten hätte ich nämlich insgesamt nur eine Wunde jetzt erlitten. Ja. Ist jetzt für mich auch gerade die Frage, aber das könnt ihr gerne mal unten reinposten. Und zwar ist ja so, dass eigentlich quasi alle Wunden von allen Einheiten, die auf ihn draufhauen, zuerst gesammelt werden und du die bekommst. Hm, dann hätte ich bisher jetzt erstmal 2 Wunden gesammelt. Ja, und dann ist aber jetzt die Frage natürlich, wie ist... Halbiere jeglichen Schaden. Jetzt ist die Frage, was ist Schaden und was ist der Wundenpool? Halbierst du den Wundenpool? Oder Schaden, den ich erleide. Ja, aber das wäre dann zum Beispiel... Warte. Ja. Halbiere jeglichen Schaden und alle tödlichen Wunden. Also Damage steht hier in Klammern. Ja. Weil, wie beim... Ja. Halbiere jeden Damage. Damage ist das Waffenprofil. Oh. Da steht, halbiere jeden Damage. Okay, dann... Untödliche Wunden. Okay, dann ist Damage 1 gewesen, dann kriegst du die doch komplett. Ja, dann bin okay. Ich jetzt bei 7. Dann nicht den Wundenpool, sondern den Damage der jeweiligen Waffe. Ja. Ja, okay. Also so verstehen wir das. So verstehen wir das. Wenn ihr das anders seht, dann Schatzzone. Jetzt darf ich aktivieren. Jetzt darfst du aktivieren. Und ich aktiviere meinen Frostlord. Mhm. Und der schlägt komplett auf deine Chaos Knights drauf. Was haben deine Chaos Knights für ein Safe? Meine Chaos Knights haben 1 plus. Nein. Die haben einen 4er Safe. Ja. Und dürfen Einsen durch ihre Schilde neu schmeißen. Gut. Ja. Tödliche Wunden machst du nicht, ne? Nein. Okay. Ja? Ja. Gut. Alle meine Wunden lege ich auf die Chaos Knights. Mhm. Ach ne, gar nicht. Die dürfen übrigens keine Einsen wiederholen, sondern das Schild macht, dass ich für tödliche Wunden safen darf. Also ganz normaler 4er Safe. Gut. Der Frostspear. Auf die 3, auf die 3. Oh, ich würfe mal wieder eine Grütze, das ist Wahnsinn, ne? Das hält sich konstant. Das sind 2 Stück mit einem Rent von minus 1. Also 5er Höschen. Einer geht durch. 3 Damage. 3 Damage! Wie eklig ist das denn? Tot. Peng. Dann habe ich noch die Frostlords Punches and Kicks auf die 3, auf die 3. Uiuiui. Das sind 3 Stück ohne Rent. Mhm, 4er Büchschen. Wann wird der denn mal schwächer?
Das sind 2 Schaden dann insgesamt. Okay. Wolltest du erst eben sammeln, bevor du weiter... Weil ich mache jetzt eben alle, dann... Ja, ich nicht hier einem normalen gerade eine Runde dran. Dann habe ich die Stonehorns Horns. Bei 7 Runes suffered hat er jetzt nur noch 4 Attacken, statt 6. Auf die 4, auf die 3. Mhm. Und 2 Treffer, da wurde statistisch. Auf die 3, komm schon. 2-mal. Ja. Damage minus... Rent minus 2. Ehe, das ist die, die auch 3 Damage macht, ne? Ja. Pfui. Beide do. 6 Damage. 2 Tote noch dahinter her. Eieieiei. Na, ein Toter. Nee, die haben 3 Lebenspunkte. 2 ja, Tote. Der eine hatte. Der ist auch tot hier. Das ist das Hornbläserchen. Und der Bannerträger bekommt eine Wunde. Und dann habe ich noch die Crushing Hooves. Das sind D6 Attacken. Eine. Boah, schon wieder. Auf die 3. Und auf die 3. Ja. Mit einem Rent von minus 1. Fünferhöschen? Nein. Damage D3. Oh oh. Oh no. 3. Ja, dann steht hier nicht mehr viel von den Nasen. Ist ja eklig, ey. Das heißt, er hier hat dann noch... Der hat noch 2 Wunden. 2 Wunden. Genau, weil die haben 3 pro Nase. Okay. Ja, dann darfst du jetzt aktivieren. Okay, dann nehme ich den einen. Den einen Verbliebenen. Der hat... als Cheffe, mal im Gucken, der Doom Knight 1 auf den Hit oben drauf und die haben, der hat hier die Chaos Glebe. Also, theoretisch bin ich in 3 Zoll, aber stell den mal ein Stück zurück, weil da hattest du ja gesagt, willst du drauf achten. Genau, ja. Ja, alles gut. Habe ich wieder nicht drauf geachtet. Nein, also es wäre ganz knapp, wenn ich jetzt okay. Regel und so. Ja. Okay. Weil die gecharged haben, machen die 2 Damage und Rend von minus 1. Es ist, ja. Auf die 3. Auf die 3. Einsen neu schmeißen, ich bin Mörgel. Jo, einer mit Rent minus 1 und wäre dann 2 Damage, also abgerundet auf 1. 5 war safe. Nein, also noch ein. Ja. Dann ist es. Dann haben wir schon 8 Wounds suffered. Okay. Jo, dann können wir direkt bei den Chaos Warrior nachmachen. Ja, weitermachen wollte ich sagen. Ja, ich glaube, du kriegst 4. Achso, das sind die Marauder Horsemen. Achso, was die Warrior? Ja. Ja, ja, wir können auch die zuerst machen. Ja, weil ich denke, es sind 4, die du reinkriegst. Na jo. Ja. Dann, die haben ihre barbarischen Äxte. Und der Meister macht auch wieder 1 auf seinen Hit. Ja. Also auf die 4. Haben die irgendwas, wenn die gecharged haben? Nee, die haben nichts, wenn sie gecharged haben. Das ist ein, ne? Know Your Army. Allerdings lerne ich die gerade auch wieder neu, okay. Insofern. Ah doch, ich darf doch, weil die ihr Banner damit haben. Jupp. Ja. Und jetzt auf die 4. Nö, das war nix. Der Cheffe auf die 3. Und auf die 4. Jupp. Kein Rent, kein Damage. Mein Gott, Saves wollen mir heute aber auch nicht gelingen, ne? Ja. Ja, alles klar. Dann kommen noch meine Chaos Warriors. Ja. Die Chaos Warriors, der normale mit seiner Handweapon auf die 3 und auf die 4 plus. Das sind 2 Stück ohne Rent. Könnte ich jetzt irgendwann mal einen Safe schaffen? Das wäre schön. Ja. Hier, guck mal. Und der Cheffe auf die 2 und auch auf die 4. Also neu schmeißen, dank Nörgel. Einer ohne Rent. Eine Wunde. Zump. Das ist ja nice, dass du dank Nörgel beides neu schmeißen darfst. Nee, Einsen beim Treffen darf ich neu schmeißen mit den 2 Handwaffen. Mhm. Und Nörgel macht Verwundung von 1 neu schmeißen. Okay. Ja, ist ja gut. Ja. Dann ist rum. Ich muss mal wieder eine Runde Battle Shocken da. Meine, meine Knights. Meine Knights mussten Battleshock-Test machen, die Vollwürste natürlich nicht. Habe ich gut ausgewählt, habe ich großartig gemacht. Die haben einen Bravery-Wert von 7, sind 4 dadurch, also 3 oder weniger ist okay. Mit einer 5 ist der auch noch weg. Super. Ja. Einheit Nummer 2 von dem dicken Viech da vorne geschrottet. Dann kommt der Roll-Off für Runde Nummer 2. 5. Blei. Das wäre jetzt wichtig gewesen, dann hätte ich mit meinem Stone Lord jetzt nämlich nochmal austeilen können. Ja. Ja, dann kommen wir jetzt zu Slaves of Darkness. Zug 2. Sorry,
Da hatten wir ein kleines Mikroproblem an der Stelle. Da ist das Mikrofon glatt ausgefallen. In der Hero Phase hat Dennis nochmal von Manticore den Marauders gegeben, dass sie keinen Battleshock ablegen müssen. Und ansonsten kam jetzt nochmal die Zauberei vom Manticore Lord auf den Frost Lord und geht sogar durch mit einer 6 plus Sonderregel in der Mission, dass es plus 1 gibt. Und da versucht der liebe Dennis mir jetzt nochmal ein paar tödliche Wunden ums Ohr zu hauen. Und da kommen auch direkt wieder ein paar bei rum. Der Frostlaw war ja schon ein bisschen angeschlagen. Und da würfelt jetzt auch nochmal die 3. Nochmal 3 hinterher, da kommen wieder die 9. Seufzt. Man kann es natürlich jetzt auch nicht genau erkennen. Sorry auch nochmal für den Ton. Nur, das ist uns natürlich aufgefallen, nachdem alles abgedreht war um 1 Uhr früh und da waren wir dann durch. Damit ist er jetzt auf jeden Fall insgesamt auf genug Wunden, um ihn vom Feld zu nehmen. Das hat mir den Rest gegeben. Ich muss sagen, oder hatten wir nachher in der Postgame-Show nochmal erwähnt, der Zauber ist echt gut. Also potenziell. Klappt natürlich nicht immer, aber in dem Fall hat es gereicht. Hat er mir mal ordentlich Wunden um die Nase gehauen. Und selbst mit dem Halbieren von dem Stonehorn hat es immer noch nicht gereicht. Na gut, damit ist die Hero Phase durch für Dennis. Und ja, da jetzt alles aus dem Weg geräumt ist, kann er sich natürlich jetzt auch frei bewegen. Der Chariot moved einfach mal vor. Der hat da gleich eventuell was mit den Brutes vor. Wenn der liebe Dennis wüsste, wie gut Brutes sind, eigentlich weiß er das sogar, aber ja, vielleicht wird es ja gleich nochmal feststellen. Wie ihm der Chaos Warrior Rücken auch nochmal nach vorne, genauso wie der Manticore. Der kann ja Gott sei Dank fliegen, sodass er sich da ganz entspannt, geschmeidig 3 Zoll von wegstellen kann und trotzdem dann noch irgendwie hinkommt. So, was der liebe Dennis gleich feststellen wird, ist, dass er sich natürlich damit mit den Chaos Warriern da die Tür zugemacht hat. Andererseits ist der Manticore sicherlich die bessere Wahl für den Nahkampf. Das war die grundlegende Überlegung dahinter. So, die Marauder bewegen sich auch einmal durch das Gelände durch. Die möchten, nicht wirklich durch das Gelände durch, die gehen einfach noch ein Stück ran, da sie sich ja vorher schon knapp außerhalb von 3 Zoll befanden. Missile Weapons haben wir nicht. Dann kommt der erste Charge direkt. Das sind 7 Zoll für den Chariot. Und das Maßband? Ja, nochmal nachgucken, wir waren uns nicht sicher, aber das passt. Klatsch ist er drin. Schade, weil hätte er mehr als 8 gehabt, dann hätte es nochmal eine Sonderfähigkeit gegeben. Dann hätte es dann nochmal ein paar mehr natürliche Runden, sogar hätte es nochmal natürliche Runden gegeben. Der nächste Charge Move, so wie ich das von hier sehe, eine 6, das reicht den Marauders natürlich auch. Oder nein, den Marauder Horseman? Horseman Marauders? Chaos Barbarian Marauder Horseman? Wie auch immer. Die komischen Reitgedönse. Die peilen da nämlich jetzt auch nochmal rein. Ja, da haben wir es wieder. Das Gebäude hätte ich natürlich gut in Brand stecken können. Ich hatte aber leider keine Hero Phase mehr, um das zu tun. Ärgerlich. Und nochmal ein Charge Move mit 3 Zoll. Ja, das ist knapp. Und das reicht aber nicht, um da anzukommen. Da haben wir nochmal einen Charge Move. Die Chaos Warrior versuchen nochmal die Brutes zu chargen. Und das gelingt ihnen auch nicht. Das heißt, wir haben den Chariot und die Horsemen in den Nahkämpfen. Und da Dennis dran ist, darf Dennis zuerst aktivieren. Und Dennis aktiviert, sinnvollerweise, hat ja bisher im Spiel noch nicht viel gemacht, den Chariot. Ja, know your army, Dennis, know your army. Jetzt muss nämlich erstmal wieder da gewürfelt werden. Ja, jetzt gibt es erstmal so eine Art Aufpralltreffer, wenn der Dennis nachschlägt. Für alle in 2 Zoll, das sind die beiden vorderen. Ja, er schlägt nach. Rent, Damage, Schaden, was? Nee, das ist der Tugend jetzt. Ein Save und eine Wunde, wie immer, zu knapp dran vorbei. Saves liefen nicht. Gut, der erste Brute Take nimmt eine Wunde. Und es geht weiter mit den Attacken. Das ist jetzt einer von den Reitern. Oh, das war gerade schon einer von den Reitern. Ja. Ist eine Wunde dazu, wenn mich nicht alles täuscht.
Ein Safe. Safe. Ja. Das lohnt sich ja mal richtig, das Moped. Nochmal weitere Attacken. Das sind jetzt. Das war nicht von dem Peitschentyp, oder? Ist das schon das Vieh? Das werden wir gleich feststellen. Zwei Saves, also zwei Wunden, zwei Saves, drei Saves sogar brauchen wir von mir. Und zack. Damit nehme ich nochmal zwei Wunden und damit ist der erste auch direkt schon weg. So, dann aktiviere ich logischerweise meine Mournfang Riders, weil ne, die Brutes haben jetzt erstmal nichts mehr zu befürchten. Also geht's weiter mit den Mournfang Riders. So, jetzt geht es wieder los hier, schön Karte beiseite und jetzt erstmal wieder Würfelzellen. Das sind erstmal, wenn ich jetzt richtig so aus dem Kopf habe, erstmal die zwei Attacken je mit den Guardian Hackers auf die 4, auf die 3. Ja, es ist wieder nur einer. Der geht aber dafür durch. Rennt vom minus 1. Ja, Schädel ist immer schlecht beim Saven. Und boink. Damit ist direkt schon einer weg. Und einer nimmt noch eine Wunde. Dann habe ich natürlich jetzt noch die Tusks. Das sind 4 Attacken je, sollte man nicht meinen, dass die kleinen Morphings austauschen. Und guck, sogar besser als statistisch, damit kann man zufrieden sein soweit. Und da gehen auch nochmal 3 Wounds resultieren draus. Dennis versucht sich in Saves und da gehen nochmal 2 durch. Das heißt, der Angekratzte geht jetzt komplett weg. Und ein weiterer übernimmt die Wunde. Jetzt darf Dennis nochmal weiter reinpeilen. Und guck, wie viel er dran kriegt. 1, 2, 3, 4, 5 plus der 4 plus der Champion. Genau, 5 Stück. Ja, Know Your Army. Nachschlagen, nachschlagen. Also da sind die Karten echt praktisch, muss man sagen. Die ersten Hitwürfe. Reroll dazu. Nee, das war für den zusätzlichen, genau. Ja, da habe ich nicht so viel zum Safen. Kein Ram natürlich. Das heißt, 2 Wounds, 4er Safe. Und direkt wieder Wunden genommen. Ärgerlich. Aber die haben 6 Wounds je. Das ist eine Menge. Das darf man nicht unterschätzen. Jetzt sind meine Brutes noch dran. Die peilen jetzt auch mal rein. So, Chips, Schubs. Ja, da ist dem Dennis noch was aufgefallen. Aber das haben wir natürlich erlaubt, dass es nachwerfen darf. Das sind nochmal die Pferdchen von den Horsemen. Die dürfen natürlich auch versuchen, dazu zu trampeln. Ja, ja, da waren die Pferdchen dabei. Tumut, der ist natürlich auch nicht so großartig. Aber nichtsdestoweniger noch ein Safe Roll und der ist gesaved. Gut, da ist das Karma wieder ausgeglichen. Ich habe in der Zwischenzeit Würfe gezählt. Und zwar habe ich noch einen mit dem Gore Chopra, noch 2 mit 2 Handwaffen und den Chef mit der Claw und dem Smasher. Als erstes die mit den 2 Handwaffen. Ach, da waren wieder deutlich zu viele Schädel dabei. Aber jetzt auch verwunden auf die 3. Ich bin sehr dankbar bei den Iron Jaws. Das sind 3 Stück Rend, minus 1, Damage 1. Und da wird geguckt. Und wenn mich nicht alles täuscht, die erste Wound schon. Jetzt kommt der Gold Chopper. Großkiste, genau. Auf die 4, auf die 3, wenn mich nicht alles täuscht. Aber 4, 6, 6 reicht in jedem Fall. Und nochmal auf die 3. Nur einer. Natürlich ärgerlich. Safe. Oh. Die 3 Wunden. Nochmal eine. Tolle Kiste. Jetzt habe ich natürlich noch die Claw. Besonderheit bei der Claw, wenn die Claw trifft, trifft der Smasher automatisch. Das ist natürlich total nice. Und das ist gut für die Synergieeffekte. Wenn man da noch einen Watch Hunter oder einen Warboss hat. Die Claw trifft, damit trifft der Smasher automatisch. Verwundet die Claw? Nein. So, jetzt nochmal der Smasher. Safe Roll von Dennis dazu. Und Schaden. Zack.
gab es nochmal auch nicht drauf. Was mir später aufgefallen ist, da war er auch schon weg. Da das Ding mehr als 6 Wounds hat, hätte ich auch noch die ganzen Trefferwürfe wiederholen dürfen. Ehrlich, ehrlich, ehrlich. Ja, das ist der Battleshock-Test für die Boots. Und ärgerlicherweise kommt die 6 und ich verliere einen weiteren. Seufz. Das ist immer ärgerlich. Dennis würfelt eine 4 plus die 2 ist jetzt 6. Der hat nur 5 und die haben 3 verloren. Auf jeden Fall geht da noch einer shiften. Den Dennis gleich aber wieder dazu stellt, glaube ich, weil wir uns da vertan haben. Aber das werden wir gleich sehen. Ist ein bisschen schwierig in der Retro-Perspektive. Das Ganze, das Voice-Over spiele ich für euch auf einen Tag, nachdem wir es gedreht haben. Ja, so. Das ist jetzt mein Roll fürs Everwinter's Blessing. Und ich darf Safe-Rolls von 1 wiederholen. Gott. Ja, was tun, was tun. Ich habe mich entschieden, den Mordfang mit dem Boten doch nach vorne zu ziehen. Weil... Dennis hat seinen Boten ja ganz nach hinten gestellt, ganz, ganz weit nach hinten, weil Epidemios ja auch nicht wirklich viel ausrichten kann, denn Dennis müsste 7 Modelle abräumen und er hat so bisher erst 3. Das ist natürlich ein Nachteil mit Epidemios, wenn man gegen Beast Claw Raiders spielt. Die haben natürlich immer einen geringen Bodycount. So, die Brutes haben natürlich auch nochmal was vor. Dennis schaut eben was nach. Da, seht ihr, das ist das, was ich gerade meinte. Die haben dann noch ihre Standarte, einen Hornbläser, ich weiß es nicht mehr mit dem Champion. Auf jeden Fall in höherem Bravery, deswegen ist er wieder zurück. Dann eben bin ich in der Missile Phase. Jetzt kann mein Skulk tatsächlich mal mit seiner eigenen Rock Pistol zuschlagen. Oder, ja, zuschlagen, hoffentlich nicht. Sondern eher zuschießen. Auf die 4. Schädel. Gut, das war mal sinnvoll. Da habe ich nur eine einzige Missilewaffe und das wird aber nichts. So, dann der Charge für die Mournfang Riders. Das waren 8 Zoll oder 7 Zoll. Reicht auf jeden Fall, sodass ich mich da durch das Gebäude durch da drauf stellen kann. Genau. Das passt. Jetzt geht es nur darum, die Modelle irgendwie zu positionieren. Der erste geht da ja noch gut rum. Ich meine, ich hole dadurch zwar theoretisch die Horsemen da in den magnetisierte Reiter for the win. Ja, quasi. Die Dinger sind noch lang. Und obendrauf kommt er. So, was der Dennis kann. Ja, Kavallerie in Gebäude verschanzen, das kann ich schon lang. Die Brutes möchten natürlich auch rein. Und das schaffen sie auch mit 8 Zoll. Die wollen mal direkt. So, da stelle ich jetzt den Gore-Chopper in die zweite Reihe. Punkt Nummer 1. Der hat 2 Zoll Reichweite, das heißt, ich komme sowieso ran. Und Punkt Nummer 2 ist, ich kann vermeiden, die Chaos Warrior mit in den Nahkampf einzubeziehen, weil ich nicht möchte, dass der Dennis deaktiviert. So, jetzt geht das Überlegen los. Wer schlägt auf wen, warum und wie zu? Ja, wer, wo? Ja, da wird hier heiß, heiß hin und her diskutiert. Und ich habe mich dazu entschieden, dass... diskutiert, wie muss er hier, da. Ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt nochmal nachschlagen wollte. Auf jeden Fall habe ich mich dazu entschieden, dass der Tusk auf die Horseman drauf geht und der Gore-Hacker geht auf den Manticore drauf. So, das waren die Würfe für die tödlichen Wunden. Ja, weil die sind ja erfolgreich angegriffen. Da gibt es eine tödliche Wunde. Zack, damit ist der Horseman, den der Dennis vorhin sich noch gesichert hatte, schon wieder weg. Der Manticore-General hatte nichts abgekriegt. Ich meine, die dischen natürlich jetzt auch nicht ganz so viele tödliche im Charge raus. Man wäre ja auch dreist. Wäre auch dreist. Die kosten, nämlich eine Punktereduzierung erfahren, die kosten nur 160 Punkte statt 200. Auf jeden Fall darf ich jetzt erstmal wieder Würfel zählen. Ich gehe aber zuerst mit dem Brutes. Und zwar, das ist der mit den 2 Handwaffen. Oh, 3 Treffer, ist ganz ordentlich. Und 2 Wunden. Wie immer, rennt mir 1. Aber die werden weggesaved. Der Go-Chopper. Noch Go-Hacker. Go-Chopper. Das große, zweihändige Ding halt. Und
Schädel, die will man nie haben. Jetzt stelle ich gerade fest, Moment, ich darf doch bei Modellen mit mehr als 6 oder 8, auf jeden Fall mit mehreren Wounds, die Sonderregel heißt, verkloppt das große Ding, darf ich verpasste Trefferwürfe wiederholen. Und zwar würfel ich nämlich jetzt nochmal die Trefferwürfe nach für... Genau. So, für den Gore-Hacker und für zwei Chopper. Da geht eine Runde durch. In der Retro-Perspektive immer schwierig. Weil ich, vor allen Dingen, weil ich das Ganze beim Schneiden auf einem sehr kleinen Bildschirm sehe. Deswegen kann ich die Zahlen immer noch schlechter sehen als ihr. Weil wenn ich das Voice-Over aufnehme, muss ich das Bildschirm vom Bearbeitungsfenster klein lassen. Aber das interessiert euch jetzt wahrscheinlich nicht wirklich, wenn ihr ehrlich seid. So, jetzt kommt nämlich nochmal die große Boss-Claw zum Einsatz. Trifft sie. Sie trifft. Das ist sehr gut, weil jetzt trifft mein Smasher wieder automatisch. Yay! Victor, Schädel. Und der Smasher verwundet er. Ja, der Smasher verwundet. Zweimal. Safe Rolls. Und dreimal, zack. Da gibt es nochmal Wunden. Die zählt er jetzt brav runter. Ich weiß jetzt aus dem Kopf auch nicht mehr, wie viele Wunden er hat. Aber es kommen ja noch mehr Attacken gegen den Manticore Lord geflogen, nämlich von den Mornfangs. Jetzt aber erstmal Dennis dran. Und Dennis aktiviert den Manticore und möchte auch meine Mornfangs draufhauen. Er möchte nämlich auf dem Boden. Er möchte natürlich gucken, ob er den Boten noch irgendwie kriegen kann, wenn ich da schon zu dreist bin und damit auch noch charge. Ja, Trefferwürfe für den Zauberer, ein Treffer und eine Wunde, ein Safe Roll und Safe. So, der Manticore ist schon ordentlich angekratzt, deswegen kommen da jetzt nur noch wenige Attacken, beziehungsweise mit einer schlechteren Ausbeute. Das sind nämlich nur zwei Treffer von fünf. Ja, Know Your Army. Nochmal nachgeschlagen. Schädel, den darf er wiederholen. Und. Hätte ich immer gehofft. Ja, das hat zu verwunden auch nicht gereicht. Deswegen habe ich da insgesamt jetzt auch nur. Nur die zwei Wunden genommen, weil vorher die Waffen hatten zwar einen Treffer erzielt, aber nachher keine Verwundung. Ich aktiviere jetzt die Mornfangs, logischerweise, weil die anderen Mornfangs sind ja schon fast durch. Und zwar zuerst die Gargant Hackers. Da waren schon drei Treffer, zwei Treffer. Und zwei Wunden. Dennis hat jetzt noch eine 6er Hose dagegen. Oder eine Wunde, eine 6er Hose. Nein, er geht durch. Damit ist ein weiter direkt schon wieder hin. So, währenddessen kommen jetzt nochmal die Tusks von dem Mornfang. Also die hässlichen Stoßzähne vorne dran. Ja, das ist doch ganz ja, statistisch, ne? Trotzdem zu viele Zweien. Immer zu viele Zweien. Und schon. Drei Schädel und eine 6, das darf doch nicht wahr sein. Da ärgere ich mich jetzt in der Retro-Perspektive immer noch drüber. Ja, eine Wunde, zack, da war noch ein Angekratzer, damit ist der auch weg. Jetzt darf Dennis aktivieren und Dennis entscheidet sich mit 3 auf diesen Mornfang-Einheit und mit 2 auf die Mornfang-Einheit von dem Boten. Na, da will er jetzt natürlich so viele Wunden drauflegen, wie er kann. Wir beginnen mit den 3. Oh, schon 3 Treffer, schon nicht schlecht. Und da habe ich auch 3 Verwundungen. Und safe, lose, lose. Das heißt, der nimmt 2 weitere Wunden. Ja. Dreh, dreh, such, such. Er ist aber immer noch auf dem Feld. 6 Wunden, das heißt, die haben nur 160 Punkte für 12 Wunden. Mit einem 4er Safe, das ist okay, das können wir aber machen. Jetzt die anderen beiden, die noch übrig bleiben, das ist der Standartenträger und der Einheitenchampion. Ah, Moment, wir haben die Pferdchen wieder vergessen. Jedes Mal. Und nochmal ein Safe-Roll von mir. Safe.
Die anderen beiden, der Standartenträger, der Einheiten-Champion separat, weil er wieder besser trifft. Zwei Treffer und da kommen tatsächlich sogar ein paar Moons bei rum. Zwei Stück an der Zahl und einer safe, einer durch. Nein, zwei safe sogar. Jetzt die Pferdchen, diesmal haben wir sofort dran gedacht. Nützt nichts, wenn man einen Schädel wiederholen darf, wenn man danach noch einen Schädel wirft. Das war also relativ unbefriedigend. Ich überlege jetzt gerade, wer zuerst so schlecht. Na, hat man ja gerade schon. Und jetzt geht es nochmal um die Aufteilung. Wer worauf? Ich bin ein bisschen unschlüssig, weil ich will natürlich sicherstellen, dass ich den Mann Chaos Sorcerer Lord, Lord Sorcerer Chaos, Lord Chaos Sorcerer, wie auch immer, dass er drauf geht, möglichst effizient aber dann auch meine Attacken verteilen. Deswegen entscheide ich mich dazu, das bei dem Mornfang Rider in Frage aufzuteilen. Ich kann ja, ich bin so ganz nervös, schicke ich hin. Ja, ich wünsche, ich hätte jetzt die Originaltonspur noch, weil was ich da jetzt gerade vor mir gegeben habe, weiß ich selber nicht mehr. Vielleicht ist es zum Besten. Vielleicht ist es zum Besten. So, das sind auf jeden Fall schon mal die drei Attacken. Das sind auch zwei Wunden. Ja, bisher noch nicht so erfolgreich. Jetzt, siehst du, der Garken-Hacker ging auf die Horsemen. Jetzt gehen nämlich die Mornfangs, alle beide, auf den Chaos-Lord. Ja, nur die Hälfte kommt durch, das ist immer ein bisschen ärgerlich. Und drei Wunden jetzt, Dennis hat nur noch einen Lebenspunkt, das heißt, Dennis braucht jetzt 3, 5 plus. Und eine 3, eine 2, zusammen eine 5, reicht natürlich nicht. Damit ist der Chaos Sorcerer Lord und Manticore, meine Güte, was ein Zumbrecher, ist auch weg. Jetzt überlegen wir gerade, wo wir den Mornfang Rider platzieren. Und ich hätte ihn ja auch dahinter stellen können, aber wir sind uns beide einig, dass er da vorne stehen muss, weil wenn er hinter der Mauer gestanden hat, hätte ich ja auch gar nicht zuschlagen dürfen. Und das soll ja alles auch seine Richtigkeit haben. Deswegen, so, steht er da vorne, genau, da diskutieren wir gerade, beziehungsweise ich habe angeboten, ihn da vorzustellen, weil alles andere würde keinen Sinn ergeben. Da waren nochmal die Verwundungswürfe gegen die Horsemen. So, zack. Nummer 3 weg. Aua. So, Dennis darf aber, dadurch, dass ich den Mornfang Rider nach vorne gestellt habe, noch seine Chaos Warriors reinpeilen. Natürlich darf er das. Also da hätte er ja auch in echt gestanden, wenn ich ihn dann noch hätte hinquetschen können. Von daher ist das alles in Ordnung. Und wenn man sich den Body Count mal anguckt auf dem Dead Pile, dann ist es auch durchaus in Ordnung. Eieieiei. Meine Safe Roads dazu. Das ist ja auch wichtig, weil die Wunden ja auf die Einheit mit dem Boten draufgehen. Und da nehme ich nochmal zwei Wunden. Aber es reicht immer noch nicht, um den ersten Mornfang Rider auszuschalten. Jetzt kommt der Roll-Off für... Nein. So, der Battleshock-Test. Den konnte er nicht mehr bestehen. Deswegen hat er das leider direkt abräumen müssen. Oh Mann. Das kann man sehen, das macht gerade keine Freude. Und er wirft natürlich auch den Schädel für die nächste Runde. Das heißt, ich kriege die letzte Runde, die nächste Runde, Runde 3. Und ja, wie ihr seht, übernimmt der liebe Dennis wieder die Kamera. Wenn es in Runde 3 geht, das ist Everwinter's Blessing. Ich darf mal wieder Safe Rolls von 1 wiederholen, was ich natürlich total vergessen habe im Spiel. Ist aber auch nicht mehr wirklich entscheidend. Und zwar habe ich ja zwei Einheiten gewonnen und die Mornfang Rider, die werden direkt vorrennen, damit sie nochmal irgendeine Chance haben, also eine 2 plus die 9 sind 11, damit sie überhaupt irgendeine Chance hätten, nochmal zu Epidemius hinzugelangen. Denn wir erinnern uns, diejenige Seite, die den Boten des Gegners zuerst ausschaltet, gewinnt. Das Ganze endet trotzdem nach 5 Spielzügen. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen mich beeilen. Mein absolut taktischer Fehler. Ich habe auch die falsche Seite gewählt.
Gut, als ich die Seite gewählt habe, wusste ich natürlich noch nicht, dass ich einen Boten umbringen muss. Naja, gut. Hätte, hätte, Fahrradkette. So ist es manchmal. So, und das sind jetzt schon die ersten Attacken, die geflogen kommen. Meine Missile Weapons hätte ich nochmal abfeuern dürfen, habe ich nicht mehr dran gedacht. Ja, so wird die einzige Missile Waffe verschwendet. Da werden nochmal ein paar Safe Roads gemacht. Zack. Das sind jetzt die Boots, die attackieren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist jetzt der Gold Chopper. Da gelingt ihnen Safe Roads die Claw. Die Claw. Na. Trifft nicht. Auf jeden Fall war es das auch schon. Damit ist der Dennis jetzt dran. Und ja, Dennis entschließt sich zu rennen. Weil Epidemius hat nur einen Move von 4. Und Shuffle zur Seite. Dennis versucht jetzt das Draw zu retten. Roll-off für die nächste Runde. Dennis fehlt wieder ein Schädel. Ich habe etwas mehr. Und ja, mach genau das, was ich vorher gemacht habe. Alle rennen jetzt los wie die, ja, nicht wie die Berserker, sondern wie die Beastclaw Raiders. Oh. Gott, Leute, sorry, aber jetzt, wo ich das Voice-Over aufspreche, ist auch schon wieder spät. Jei, das ist es, wenn man noch eine Arbeit hat. Ich sollte einfach aufhören zu arbeiten, das hat doch alles nichts mehr. Dann könnte ich nämlich auch mehr Videos schneiden. Tja, da hättet ihr was von, da hätte ich was von, aber auch nur so lange, bis die ersten Rechnungen nicht mehr bezahlt werden. Gott. Ja, ich komme mir vor, als würde ich hier einen Podcast aufnehmen. Da habe ich noch nie einen Podcast aufgenommen und habe mir, glaube ich, auch noch nie einen angehört. Habt ihr euch schon mal einen Podcast angehört? Ich frage auch aus beruflichem Interesse, weil man hört und liest es immer wieder, aber Podcast, ja. Gut, ich höre auch kein Radio. Ne? Dafür gibt es ja visuelle Medien. So, 4 plus 4 sind 8. Coinflip. Ja, ganz spannend. Roll-off für die letzte Runde. Ja, das gewinnt der Dennis. Diesmal drehen wir das Ergebnis um. Das heißt, Epidemius rennt. Und ist damit dort hinten. Damit ist er auch realistisch außer Reichweite. Das heißt, ich komme nicht mehr ran im letzten Spielzug. Deswegen ist es automatisch ein Draw. Jetzt leuchte ich gerade Dennis, dass ich noch die Kriegsbrandbombe gehabt hätte. Aber irgendwie wollte das alles nicht klappen. Beziehungsweise, ich hatte einfach nie den richtigen Zeitpunkt, um es einzusetzen. Tja, na, da... Das Gebäude hätte ich gerne dran gesteckt. Da waren nämlich schön viele Marauders drin. Ja. Aber Epic Handshake. Immerhin noch ein Draw rausgeholt. Das ist eine ordentliche Leistung. Beastcrawler, das sind tatsächlich auch recht knackig. Slaves to Darkness haben ein paar Buffs gekriegt. Aber ja, Slaves to Darkness müssen wir noch mal ein paar Spiele mitmachen, gerade mit den neuen Treuefertigkeiten. Da mache ich einen Zoidberg. Ach, der, ja, Epidemius, der macht da hinten den Zoidberg hinter dem Felsen. Ja, die Slaves to Darkness müssen, haben ein paar Treufertigkeiten gekriegt. Wir müssen damit nochmal ein paar Spiele machen. Allerdings sind die Beastclaw Raiders natürlich aber auch extra übel. Ja, das ist die Postgame-Show, die ihr jetzt leider verpasst. Das heißt, ihr müsst mit meiner sanften Stimme Vorlieb nehmen und währenddessen vollkommen asynchrone Bilder von Dennis und mir. Ja, genießen will ich jetzt nicht sagen. Ja, da drücke ich Dennis gerade. Dennis sagte gerade, er spielt nicht gern gegen die Beastclaw Raiders, weil die halt auch echt missig sind. Beziehungsweise, er weiß noch nicht genau, was er da mit Slaves to Darkness gegen spielen soll. Höchstwahrscheinlich liegt es daran, dass er nochmal mehr Modellauswahl oder Modellvielfalt gerne hätte für die Slaves to Darkness. Hat er auch schon im Nerdvana stehen. Ja, das ist sein Miniaturenkeller. Die sind aber noch gar nicht bemalt. Also nicht mal in dem jämmerlichen Peng-Standard meiner Beastclaw Raiders in diesem Battle Report. Und ja, die Beastclaw Raiders sind einfach unheimlich hart, unheimlich zäh. Obwohl es natürlich, was ganz schön gewesen ist an den offenen Kriegkarten, dass durch die vollkommen zufällige Zusammenstellung der Mission gibt es nochmal so einen neuen, ja, taktischen Layer will ich jetzt nicht sagen, aber man sieht theoretisch, wenn es jetzt auf einem offenen Schlagabtausch abgelaufen wäre, hätte Dennis da keinen Stich gesehen und höchstwahrscheinlich auch verloren. Durch die offenen Kriegkarten jedoch
konnte er da zumindest noch einen Draw rausholen. Und das ist doch auch schon mal was. Gut, natürlich spielt man jetzt nicht, um einen Draw zu erzielen. Andererseits war das schon nicht schlecht. Da reden wir noch ein bisschen über das General's Handbook als solches. Dennis hat da für euch auch ein Review gemacht. Das schneidet gerade eher parallel. Ich hoffe, dass das auch jetzt heute, also heute am Samstag live geht, ansonsten am Sonntag. Und da hinten. Genau, da schickt ihr mich wieder los, irgendwas holen, höchstwahrscheinlich Kaffee machen. Da, genau, nein. Wir reden über die neuen, davon hat der Dennis sich nämlich geholt. Das hat sich der Dennis eingesagt. Ja, brauchst dich nie an der eigenen Ware. Ja, davon hat sich sogar zwei eingesagt. Ja, wer hat, der hat. Wer kann, der kann. Na, schon mal ein kleiner Teaser für das, was noch demnächst an mir zukommt. Nein, was uns sehr gut gefällt, das diskutieren wir auch gerade, sind die neuen Verbündetenregeln, dass man auch mal nochmal was anderes mit reinnehmen kann, ohne seine Treuefertigkeit zu verlieren. Bei nur 5 Brutes ist es jetzt so eine Sache, das macht jetzt relativ wenig Sinn, weil man ja auch die ganzen Synergieeffekte der Iron Jaws nicht mitnehmen kann. Andererseits kann man da auch nochmal ein paar andere starke Einheiten mit reinnehmen, wo man auf die Synergieeffekte nicht so angewiesen ist. Also, keine Ahnung. Wenn man jetzt Sylvaner spielt, kann man nochmal einen Auric Runefather auf on Magma Drops mitnehmen, einfach weil man das Modell geil findet, weil man es hat. Oder weil man drauf steht, dass der Magma Drop so viele tödliche Wunden raushaut. Für eine Order-Armee, die zum Beispiel diese Fähigkeit ein bisschen vermissen lässt, eine sehr gute Alternative. Es sind immer 20% und diese Boxen passen da sehr gut rein. Die sind nämlich immer um die 400 Punkte, also sind in der Regel weniger als 400 Punkte. Warum? Wenn ihr euch eine von diesen neuen verbündeten Boxen kauft, sind die erstmal gut, um eure Armeen zu erweitern, wenn ihr zufällig das Glück habt, eine Armee zu haben, die diese verbündeten Boxen haben. Ansonsten könnt ihr da euer Grand Alliance für ein 2000-Punkte-Spiel, was ja ein gängiges Format ist, auch mal ganz entspannte 400 Punkte hinzufügen. Zum Beispiel die Ale Guzzler Giants. Das sind 2 Stück für, keine Ahnung, 55 Tacken, 65 Tacken, ich weiß es aus dem Kopf nicht. Das sind aber unter 400 Punkte. Ich habe nicht mehr im Kopf, wie viel. Aber, weil vorher konnte man die Aegisler Giants an sich, ja, als eigene Fraktion sowieso nicht spielen. Das Einzige, was man gemacht hat, ist, sich seine Treuefähigkeiten kaputt gehauen hat. Ja, ich tröste den Dennis gerade, dass er gegen die Beast Crow Raiders jetzt erstmal so schnell nicht antreten wird, weil wir haben heute wieder 2 Herausforderer da. Diesen Samstag, also jetzt gerade, während ihr das seht, drehen wir gerade wieder ein 2 vs. 2, auch Age of Sigmar. Wir wollen nämlich das neue General's Handbook gebührend vorstellen. Und jetzt geht es noch um die offenen Kriegkarten. Mein Abschlussfazit ist, ich finde sie gut, ich habe sie mir auch geholt. Allerdings, da bin ich auch ehrlich, mag ich die narrativen Missionen aus den Battletomes wesentlich lieber. Selbiges gilt natürlich auch für die Missionen im General's Handbook. Und ich habe das General's Handbook gerade hier, kram. Ja, da sind ein ganzer Haufen neue Missionen drin, also mal abgesehen von den ganzen Treuefertigkeiten. Ja, ich feiere gerade so ein bisschen, weil so ein paar meiner Armeen jetzt auch mal welche kriegen. Ich habe mir, wie ihr seht, nicht nur 2 neue Armeen, sondern sogar noch eine 3. neue Armee, aber die ist noch geheim. Das wird nicht verraten. Sind nämlich auch noch wieder jede Menge neue Battleplans drin. Und ja, die wollen wir einmal mal komplett spielen. Ne? Also wir haben hier offene Feldschlacht, verbrannte Erde, fallende Sterne, tödliche Brennpunkte, Kampf um den Pass, das kennt man ja, vollständige Eroberung im Herz des Feindes. Ha, richtig schön. Da freue ich mich riesig drauf, die dann auch mal zu spielen, weil gerade diese narrativen Missionen, wo immer was hintersteckt, die immer so ein bisschen anders ist. Ne? Was haben wir hier? Die große Mauer, das Ersatzheer, das sind so narrative Missionen, Belagerungstabellen gibt es dazu, ja, Vorräte sammeln, aushungern, also es ist echt großartig. Und die haben auch ein paar ganz schöne Ideen für die Battleplans, wie man eine Belagerung spielen kann und es trotzdem schön fluffig macht, zum Beispiel indem man mit den Silvernest Wildwoods quasi so eine, ja, Waldfestung des Silvernest bauen kann. Ja, also wenn man jetzt nicht zufällig so ein Riesen, die hier dieses uralte Warhammer-Schloss noch hat. Realm Gate Wars haben wir auch noch, den Sturm beherrschen, vergängliche Treue, sowas klingt immer großartig.
Also da sind eine ganze Menge drin. Ne, was haben wir hier noch? Ich habe jetzt gerade welche übersprungen. Gegen die Horde, durch die Bresche, der Bestienlauf, der Schlüssel zum Sieg. Ja, das sind alles Zeit des Krieges, kann man dann, ne, wie ihr das kennt, auch noch auswürfeln. Also, was passiert gerade? Wie ist das Spiel aufgebaut? Das finde ich großartig. Das Standard Handbook ist auch dicker geworden. Ist im Preis auch angestiegen von 20 auf 25 Euro, glaube ich. Ja, ich glaube, das andere hat nur 20 gekostet damals. Nichtsdestoweniger, das Generals Handbook ist draußen, das ist das aktuelle Regelwerk, wenn ihr Matchplay machen wollt oder wenn ihr auf Turnieren spielen wollt, kommt ihr um das neue Generals Handbook nicht herum. Es ist aber nicht nur das kostenpflichtige jährliche Regelbuch-Update, nein, ihr kriegt auch noch ein bisschen was fürs Geld, nämlich neue Battleplans und neue Treuefertigkeiten, gerade für alle Spieler mit Armeen, die schon ein bisschen älter sind, die noch keine eigenen Treuefertigkeiten haben, ist es relativ großartig, ja. Stichwort Seraphon, Flash Eater Chords zum Beispiel auch. Da habe ich schon mal reingeluschert. Da sind ein paar lustige Sachen dabei. Und wenn ich wüsste, was wir hier noch diskutieren, ich kratze mich gerade, ich klinge angestrengter, dann würde ich euch sagen, da ich jetzt hier alleine bin, spreche ich natürlich auch wesentlich schneller als wir beide dort vor Ort. Das ist aber die grobe Zusammenfassung von dem, was wir für euch zusammengefasst haben. Ja, danke übrigens nochmal an alle, die das Generals Handbuch vorbestellt haben bei uns in der Spielbude, sowohl vor Ort als auch über den Online-Shop. Wir haben nämlich zur Vorbestellung an alle Vorbesteller des Generals Handbooks oder das Handbuch des Generals 2017 zweimal eine Start Collecting Box verlost. Das Ganze werden wir Samstag machen und auch mal auf Videobann, also heute, das kommt also später, eventuell als Live-Video, mal gucken. Da werden wir das nämlich auslosen, die glücklichen Gewinner der Start Collecting Boxen bekannt geben, dann könnt ihr uns Bescheid sagen und dann sagen, welche ihr haben wollt und dann kriegt ihr die zugeschickt. Genau, wir freuen uns auf das Generals Handbook, wir haben auch definitiv vor, alle Battle Plans einmal zu spielen. Da freue ich mich besonders drauf. Wir versuchen in nächster Zeit eine ausgewogenere Mischung aus 40k und AOS zu kriegen. Wir hatten eine sehr starke 40k-Orientierung. Dann kam mal wieder ein bisschen AOS und dann kam die 8. Edition. Die hat natürlich dann da nochmal für regen Bedarf an 40k-Content gesorgt. Jetzt ist das Handbuch des Generals da, sodass AOS mal kurz im Fokus ist. Aber nichtsdestoweniger wollen wir das hinkriegen, so im Verhältnis 2 zu 1, 3 zu 1, 40k zu AOS, dass wir da mal auch mal unterhaltsamen Content bieten. Wir wollen euch auch weiter mehr Armeen und neue Armeen und hübsche Armeen vorstellen. Deswegen, es ist jetzt 0.46 Uhr. Wenn das Voice-Over und das Schneiden gleich beendet ist, dann werde ich das rendern und hochladen und dann geht's weiter an den Bemaltisch. Denn erstens, lieben Gruß an den Jörg, ich habe hier noch was für dich auf dem Schreibtisch stehen, auf dem Maltisch stehen. Da werde ich mich gleich dran setzen. Und immer wenn eine Farbschicht trocknet, werde ich mich an meine Modellneuanschaffung setzen. Ich habe nämlich nicht nur das eine Stonehorn, ich habe da noch so ein paar mehr Sachen von den Beast Crawl Raiders gekauft. Und ja, die müssen ganz dringend angemalt werden, denn die wollen auf den Spieltisch. Oh Gott, ja, ich höre euch schon, oder ich höre einige von euch schon meckern. Beast Crawl Raiders, bitte nicht mehr. Ein, zweimal werden sie wohl noch. Wo werden sie bestimmt noch kommen? Ich finde die Modelle einfach mega schick. Was mich gewundert hat beim Generals Handbook, ist, dass die Beast Crawl Raiders nicht teurer geworden sind. Also die sind teurer geworden, bis auf die Mournfang Rider, aber da könnte trotzdem noch was hin. Genau, wenn ihr uns herausfordern wollt, dann schreibt uns unter info@spielebude.com, denn im September werden wir noch neue Termine freischalten. Da gibt es ein Kalender-Update. Wenn noch Termine da sind, wo ihr einen zweiten Tisch buchen könnt, weil wir nur einen Herausforderer haben, werden wir die Termine auch freigeben, sodass ihr dann dort auch kommen könnt. Deswegen, wenn ihr auch spielen wollt, dann bucht euch doch im September Tisch ein. Bis dahin, immer fein, weitermachen!